Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es mal persönlich, denn ich dachte mir, es ist einfach mal an der Zeit, so ein Q&A-Video zu machen. Ja, so ein Frage- und Antwort-Video, wo ihr mir eure Fragen stellen könnt und ich diese in einem Video beantworte. Ich habe auf Instagram so einen Community-Post verfasst, wo ich halt eben geschrieben habe, hey, stellt mir eure Fragen, fragt mich alles, was ihr wissen wollt und ich werde versuchen, so viel wie möglich in einem... Das schneiden wir raus. Und ich werde eben versuchen, so viele Fragen wie möglich in diesem Video für euch zu beantworten. Ich möchte gar nicht groß schnacken. Wir fangen direkt mit der allerersten Frage an. Ich habe hier mein Handy mit den ganzen Fragen. Die erste Frage lautet, bist du ein Fantasy-Fan? Ja, definitiv Herr der Ringe. Ich liebe Herr der Ringe, meine Lieblingsfilmreihe. Ja, ich bin definitiv ein Fantasy-Fan. Ich habe sogar ein Herr der Ringe-Tattoo. Jetzt müssen wir nur gucken, ob ich das irgendwie zeigen kann, ohne dass ich hinfalle. Oh, ich krieg mein Bein nicht hoch. Ich krieg's nicht hoch. Warte. Ich muss mich auf meinen Stuhl setzen, stellen. Dann können wir es sehen. Hier. Sieht man es? Sieht man es? Okay, ich stehe jetzt auf meinem Stuhl. Ja, ich glaube, man sieht es. Ich habe ein Herr der Ringe-Tattoo. Sogar hier. Das ist ein Zitat von Herr der Ringe und hier ist ein Schwert von Herr der Ringe. Oh, die Leute, die Herr der Ringe kennen, die werden wissen, was das für ein Schwert ist. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Okay, machen wir weiter. Okay, es fängt schon sehr mystisch heute an, aber ihr wisst ja, wie es mit mir ist. Immer chaotisch und eigentlich immer was zu lachen. Also, nächste Frage. Wie lange brauchst du, um ein Video zu drehen und zu schneiden? Ja, Video zu drehen kommt natürlich immer ganz drauf an, was für eine Art von Video es ist. Ne? Wenn man jetzt natürlich von so einem Special-Video ausgeht, wie zum Beispiel das Conjuring-Video, das ging ja den ganzen Abend lang. Also wir haben, glaube ich, um 18 Uhr oder 19 Uhr angefangen zu drehen. Und dann bis zum nächsten Morgen um 4, 5, irgendwie sowas. Also das ist natürlich ein Video, was halt unglaublich viel Arbeit gekostet hat, zu drehen, sowohl als auch zu schneiden. Geschnitten habe ich das vielleicht 2 Wochen lang oder so. Ich glaube, 2 Wochen saß ich an dem Video dran. Aber das ist natürlich nicht die Norm, ja. Gehen wir mal von anderen Videos aus, wie zum Beispiel, wir gehen gemeinsam ins Darknet oder True Crime Videos. Dann rechnen wir hier so von, oder ja, sprechen wir hier von 1 bis 2 Stunden pro Video. Also in der Regel 1 Stunde. Wenn alles glatt läuft und ich mich nicht 1000 Mal verspreche, dann so 1 Stunde. Let's Plays natürlich auch wieder was anderes, da kommt es immer aufs Spiel an. Meine Horror-Game-Let's Plays sind ja nicht geschnitten oder da wird nicht viel rausgeschnitten. Das heißt, das seht ihr meistens immer in voller Länge und dann ist es halt immer dementsprechend, wie lange das Spiel halt eben geht. Videos schneiden ist natürlich wieder eine andere Sache, denn also natürlich so Special-Videos, die schneide ich immer noch selber. Aber jetzt zum Beispiel Let's Plays oder True Crime Videos, Reaction Videos, das gebe ich inzwischen alles ab und schneide es tatsächlich nicht mehr selber. Da bin ich auch sehr froh drüber und bin auch stolz, dass ich an so einem Punkt bin, wo ich Arbeit abgeben kann, weil es für mich einfach mein Leben erleichtert und ich so einfach viel mehr Content produzieren kann. Wie geht es dir körperlich? Tatsächlich aktuell sehr gut. Ich bin wieder sehr dabei, regelmäßig ins Fitness zu gehen. Seit Dezember ziehe ich wieder komplett durch. Bin in einer sehr guten körperlichen Verfassung, würde ich sagen. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit und versuche dann natürlich jeden Tag genauso weiterzumachen. Zu welchem Haunted Place willst du unbedingt mal hin? Es gibt so einen Ort, der ist, glaube ich, in Japan. Ich bin mir nicht sicher, irgendwo in Asien gibt es so ein riesiges, altes, verlassenes Hotel. Das ist so übel riesig, steht mitten in so einem Wald, mitten im Nirgendwo. Da würde ich sehr gerne mal hin. Und natürlich gibt es ganz viele andere. Es gibt in der Nähe von Venedig gibt's so eine Insel, so eine verlassene Lungenheilanstalt war das, glaube ich. Da würde ich auch gerne mal hin. Ich würde auch mal sehr gerne allgemein mehr in Amerika sehen. Ja, es gibt ja in Amerika so viele heimgesuchte Orte. Skinwalker Ranch. Also da gibt es so viel, was auf meiner Agenda steht. Und das werde ich auch hoffentlich alles durchziehen und für euch in Form eines Videos verwirklichen. Jetzt mal ehrlich, hattet ihr beim Haunted House im Conjuring nicht die Hosen voll? Ja, es kam immer ganz drauf an. Also manchmal hat man sich dann irgendwie entspannt. Man saß dann da, hat ein bisschen was auf dem Handy geschaut oder hat was gegessen. Und dann war es relativ cool. Ja, war alles entspannt. Aber wenn man dann halt diese paranormalen Untersuchungen gemacht hat oder allgemein einfach nur durchs Haus gelaufen ist und auf einmal hörst du irgendwie so eine, wie so ein Wind oder stimmenartiges Geflüster oder irgendwelche Geräusche über dir und so, dann war es schon echt creepy. Ja, also es war so mal so, mal so. Wo kommst du her? Aus Baden-Württemberg, wenn wir das mal so ganz grob sagen wollen. Was findest du am attraktivsten an Frauen vom Aussehen her? Und ehrlich sein. Okay, ich soll ehrlich sein. Was finde ich am attraktivsten bei Frauen, optisch gesehen?
Natürlich finde ich, ich bin nicht so ein Mensch, der so übelst oberflächlich ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde halt so innere Werte und so auch meiner Meinung nach am wichtigsten, weil es bringt dir nichts, wenn du mit einer Frau zusammen bist, die halt die absolute Granate ist, optisch, aber halt komplett Shit innen drin, ja. Also, aber darum soll es ja jetzt scheinbar nicht gehen, es soll jetzt einfach nur ums Optische gehen. Also, ich finde so ein gepflegtes, sportliches Äußeres, finde ich persönlich, ja, nice. So, das ist das, was ich ganz gut finde, das gefällt mir, wenn ich sehe, okay, die Frau macht ein bisschen Sport, sie sieht sportlich aus, ja, hat vielleicht ein schönes Lächeln, ja, mag ich. Allgemein so Haarfarben oder so ist mir relativ, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht so. Ja, einfach so ein sportliches, gepflegtes Äußeres. Um das mal so ein bisschen grob zu sagen. Ja, das ist so das, was ich mag. Und so styletechnisch, ich stehe tatsächlich gar nicht so krass auf schick und so schickimicki. Ich mag einfach so einen normalen, chilligen Style, vielleicht eine schöne, enge Jeans, ein paar coole Sneaker, maybe auch ein Hoodie oder ein schönes Top, Shirt. Das ist so das, worauf ich stehe. Ja. Was war dein Hassfach in der Schule? Viele, sehr viele. Ich war unglaublich shit in der Schule. Aber mein Hassfach definitiv Mathe. Also da hat es nur 5er und 6er und 4 bis 5er geregnet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie teuer wäre ein Bus-Shooting bei dir? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also hast du irgendwie Busse oder gibt es Busse, die du möchtest, dass ich sie fotografiere? Also ich glaube, das ist so gemeint. Aktuell mache ich tatsächlich keine Shootings mehr. Früher habe ich das viel gemacht. Wissen vielleicht die Leute noch so aus meiner Vergangenheit, dass ich sehr viel Fotoshootings und Videoshootings gemacht habe. Aber inzwischen mache ich das gar nicht mehr. Ja, eine Frage, die so viele Leute immer wieder fragen, wann kommt die zweite Runde von The Quarry? So viele Leute wollen, dass ich dieses Spiel nochmal spiele und ich weiß gar nicht warum. Oder doch, ich weiß warum. Was laber ich eigentlich? Ich weiß, dass es viele sehen wollen, weil es halt einfach so viele Enden gibt und so viel, was man ändern kann. Ja, ich weiß. Es wird irgendwann vielleicht mal kommen. Ich weiß nicht, wie viele wollen das überhaupt sehen? Schreibt es mal unten rein. Wer von euch will das überhaupt sehen? Ist das jetzt nur so, sind das nur 3-4 Personen oder gibt es da wirklich sehr, sehr viele Leute, die das sehen wollen? Schreibt es mal unten rein. Was hältst du eigentlich von Harry Potter? Bist ein cooler Dude. Dankeschön. Ich liebe Harry Potter, ganz klar. Harry Potter und Herr der Ringe sind so meine Top-Filme. Star Wars natürlich auch sehr cool. Aber so ganz, ganz oben steht bei mir Herr der Ringe. Und dann Harry Potter. Also Harry Potter, mega geil. Ich liebe es. Hast du auch vor, in anderen Ländern Fan-Treffen zu planen oder generell Fan-Treffen? Also in anderen Ländern nicht. Nee, habe ich jetzt nicht geplant. Ich meine, ich glaube so 95% meiner Community kommen ja auch aus Deutschland. Und Fan-Treffen, ja, ist schon sehr oft in Überlegung gewesen. Ich weiß bloß nie, wann die richtige Zeit dafür ist, wann der richtige Zeitpunkt ist, wo man es machen soll, wie man das Ganze veranstalten soll. Ihr wisst, in Deutschland ist das immer ein bisschen schwierig. Da wird immer sehr schnell rumgeheult, wenn man so große Veranstaltungen macht, die nicht anmeldet. Aber ich würde sehr, sehr gerne sowas mal machen, definitiv. Ich habe da mega Bock drauf. Die Frage ist nur, wann, wie, wo. Aber ich habe da schon echt Bock drauf, ja. Wer ist deine Lieblingsperson? Meine Mama. Ja, meine Mom. Wie gehst du mit schlechten Phasen um? Das ist vielleicht eine super interessante Frage, weil ich erst so ein bisschen so eine Down-Phase hatte, so in den letzten Wochen. Ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, warum es mir so ein bisschen schlechter ging. Aber aktuell bin ich eigentlich wieder so für so in die Richtung. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe mich viel abgelenkt, ich habe relativ viel gezockt, muss ich sagen. Vielleicht war das auch unter anderem der Grund, dass es mir ein bisschen schlechter ging, weil ich so viel gezockt habe, also Computerspiele. Aber allgemein, was hilft mir, um dagegen oder da rauszukommen, viel mit Leuten zu machen, viel mit Freunden, Freundinnen, bei meiner Familie, meine Familie besuchen, was mit meiner Schwester zu machen. Allgemein einfach nur Dinge zu tun, die mir gefallen, die mir Spaß machen, vielleicht auch tatsächlich zu verreisen. Also das sind so Dinge, die helfen mir immer in so Down-Zeiten. Ja. Und trainieren, Sport machen, das hilft mir auch immer gut, das ist gute Therapie. Machst du noch einen anderen Job außer Social Media? Nein, tatsächlich nicht. Ich lebe jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren Vollzeit von Social Media, also YouTube, TikTok, Instagram. Und kann davon sehr gut leben, weswegen ich keinen anderen Job brauche und auch nicht vorhabe, einen anderen Job zu finden, zu suchen, sondern ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Tätigkeit, die ich hier ausübe und ja, ich mache das Vollzeit.
Tipps für eine Diät. Okay, um es ganz schnell auf den Punkt zu bringen, rechne dir deinen Kalorienbedarf aus. Das kannst du im Internet machen, es gibt ganz viele Apps. Rechne dir aus, wie viele Kalorien du täglich zu dir nehmen musst, um nicht zuzunehmen, nicht abzunehmen, und zieh davon dann so 500 Kalorien ab und ernähr dich so. Genau, einfach ein Kaloriendefizit führen, hin und wieder mal zum Sport gehen und ja, so ein bisschen auf dein Essen achten. Ne? Aber wichtig ist, dass du deine Kalorien im Auge hast. Wenn du das hinbekommst und wirklich jeden Tag im Kaloriendefizit isst, dann wirst du auch abnehmen. Was war der tollste Ort, an dem du warst? Ich war schon an sehr vielen Orten, die ich unglaublich toll fand, aber ich glaube, so einer der magischsten Orte war, als ich vor 6 Jahren in Neuseeland war. Da waren wir an so einem Beach. Ich kann das hier einmal einblenden. Und da hatten wir einen Sonnenuntergang, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Es war so magisch, wir waren ganz alleine dort und einfach, das war so der schönste Ort, wo ich jemals war, würde ich behaupten. Tipps zur Erstellung eines YouTube-Kanals. Ja, das ist natürlich relativ simpel. Überleg dir ein Thema, worauf du Bock hast. Mach nicht irgendwelche Mainstream-Themen, mach das, worauf du Bock hast. Überleg dir irgendwas, erstell deinen Kanal, lad regelmäßig Videos hoch. Das ist halt heutzutage sehr, sehr wichtig, ja. Wenn ihr Tipps zu YouTube wollt, dann ist es wichtig, regelmäßig Content hochzuladen, sei es Short-Content, ja, auch YouTube-Shorts regelmäßig hochladen, was ich jetzt aktuell nicht wirklich viel mache, wollte ich aber mehr machen, und dann halt wirklich versuchen, 2-3 Mal die Woche ein YouTube-Video hochzuladen. Ich weiß, es ist sehr viel Arbeit und es ist sehr viel, aber das ist so der Key. Überleg dir irgendein Thema, versuch das cool umzusetzen und dann let's go. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Frage kann ich jetzt hier auch direkt beantworten, weil ich die auch gelesen habe, bezüglich Kamera und Mikrofon. Was würde ich da empfehlen? Ganz wichtig, ich bevorzuge bessere Audioqualität statt Kameraqualität. Ja? Also wenn ihr euch nur eine von den 2 Sachen leisten könnt, wenn ihr sagt, ich habe eine Kamera, die ist so okay, aber mein Mikrofon ist übel scheiße, ich habe voll die Kack-Audioqualität, dann kauft euch lieber ein gutes Mikrofon, um eure Videos zu machen. Ja? Und dann könnt ihr weiterhin auf eine Kamera sparen. Aber Audioqualität, ja, ist definitiv wichtiger als Bildqualität. Und Mikrofon verwende ich ein Rode, Anti-USB heißt es, das verwende ich als mein Mikrofon, und meine Kamera ist die Sony A7 S3 mit einem Objektiv von Sigma, und das ist das 24-70mm. Link dazu alles unten in der Videobeschreibung, mein ganzes Equipment. Wie sehr glaubst du an paranormale Aktivitäten? Das habe ich schon öfter in meinem Video gesagt, 50-50. Ja? Zu 50% sage ich, sowas gibt's, und zu 50% bin ich da eher skeptisch. Und deswegen mache ich ja auch diese Videos, ne, mit, wo wir an paranormale Orte gehen, heimgesuchte Orte, um halt eben rauszufinden und diese Frage in meinem Kopf zu beantworten. Gibt es das Übernatürliche oder halt eben nicht? Hast du einen Cutter? Ja, habe ich ja bereits schon beantwortet, die Frage. Tipps für Menschen, die gerne mit Let's Plays anfangen wollen, Ausstattung und so weiter. Ja, wie gerade schon gesagt, ein gutes Mikrofon. Wenn du Geld für beides hast, hol dir ein gutes Mikro, eine gute Kamera. Es gibt auch ganz viele andere Kameras, die jetzt nicht 4.000, 5.000 Euro kosten. Und wichtig ist halt, dass du einen Computer hast, der halt einigermaßen gut läuft, dass du halt eben die Spiele auch streamen kannst. Ne? Das ist ganz wichtig. Wenn du jetzt einen PC hast, der keine Leistung hat, dann wird es schwierig, Let's Plays aufzunehmen. Würdest du eigentlich mittlerweile sagen, es gibt andere Wesen? Also wie schon gesagt, 50-50, aber es ist schon, es geht jetzt nach meinen ganzen Videos, die ich so gedreht habe und Erfahrungen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Ich meine, ich bin der absolute Newbie und habe noch vor, so viel zu erleben und so viel mehr darüber rauszufinden. Aber ich tendiere schon mehr, definitiv schon mehr in die Richtung, ja, ich glaube an das Übernatürliche, das schon, ja. Aber ich sage zwar immer 50-50, aber ich tendiere schon so ein bisschen mehr in die Richtung inzwischen, ja. Glow-Up-Tipps, okay, das weiß nicht, ob ich da unbedingt die richtige Person für bin. Weiß nicht, du bist jetzt ein Mann, nehme ich an, also bist ein Typ, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, das kommt dann immer ganz drauf an. Wenn dir ein Bart steht, lass dir einen Bart wachsen, rasier den immer schön, ja, mach dir immer schöne Konturen. Und, weiß nicht, je nachdem, wie so deine Haare sind, wenn du dünnes Haar hast, ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn du ein bisschen dichteres Haar hast, versuch irgendwelche coolen Frisuren aus. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht bist du aber auch eine Person, der einen Buzzcut übel gut steht, ja, und rasier dir die Haare ab und es steht dir vielleicht mega gut. Kannst du natürlich auch rocken, ne? Aber so Glow-Up-Tipps, ja, weiß nicht, bin ich vielleicht nicht die richtige Person dafür. Bist du glücklich? In Klammer, danke für deinen tollen Content. Vielen, vielen Dank für deine Nachricht und sehr, sehr gerne. Ich liebe es, Content für euch zu produzieren. Und ich würde sagen, ja, ich bin eigentlich schon glücklich zurzeit, doch, eigentlich schon. Natürlich gibt es so ein paar Dinge im Leben, die man gerne anders hätte, aber abgesehen davon, ja, doch, eigentlich schon. Warum trägst du immer weiße Socken? Weiß nicht, passt am besten zu meinen Sneakern? Wahrscheinlich, ja, deswegen. Lieblingsstellung.
Es kommt natürlich immer ganz auf den Moment an. Ne? Ich finde, es kommt immer ganz drauf an. So, ist es jetzt irgendwie so was ganz Intimes oder ist es eher so ein bisschen was Dreckigeres? Ja, so Doggy, schon was ganz Feines. Aber so Missionar kann auch sehr, sehr intim und schön sein, ja. Also es kann beides sehr, sehr nice sein. Situationsbedingt natürlich, aber ich würde sagen so Doggy auf Platz 1. Wie kamst du auf YouTube? Ja, das ist eine Frage, die mir so viele Leute immer wieder stellen. Ich werde sie jetzt einfach mal endgültig in diesem Video beantworten. Es ist total witzig. Also, ich versuche das ganz schnell zu erklären, ohne groß auszuschweifen. Es war das Jahr 2020, glaube ich. Es war Corona, ja, Pandemie, alles war im Eimer, alle waren zu Hause. Ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich als Produktfotograf gearbeitet für einen Fashion Reseller. Dann kam halt eben die Pandemie, ich wurde gekündigt, also wir wurden alle gekündigt. Der Laden hat dann dicht gemacht für den Zeitpunkt, ich glaube, den gibt es inzwischen wieder. Wir wurden alle gekündigt, ich hatte keinen Job mehr, ich war zu Hause. Hab halt so drüber nachgedacht und dachte mir, ey shit, Mann, ich brauche irgendwie wieder einen Job und so, keine Ahnung. Aber das war dann eher so zweitrangig. Und habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Es ist sehr langweilig, wir haben Lockdown, du darfst nicht raus. Also habe ich mir gedacht, hey, keine Ahnung, es gibt TikTok, voll viele Leute sprechen von TikTok, das war da relativ neu bei uns. Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Hey, komm, weißt du was, ich mache einfach so ein paar Videos auf TikTok. Ich habe nichts zu tun. Ich werde jetzt einfach mal über so ein paar Themen sprechen, die ich interessant finde. Gut, ganz, ganz am Anfang habe ich so übelst die weirden Videos hochgeladen auf TikTok. Das weiß ich noch, so übelst den Quatsch. So komische, ja, so Sachen, wo ich halt gehofft habe, die gehen viral und die sind halt teilweise viral gegangen. Aber da der Content an sich sonst nicht so interessant war, habe ich auch nicht so viele Follower bekommen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey komm, mach jetzt mal wirklich was, worauf du Bock hast. Und das war schon immer so Horror-Themen, True Crime, so Mysteries und so, sowas fand ich schon immer sehr interessant. Und habe angefangen, darüber einfach so Content zu machen. Ja, ich habe einfach kurze Videos auf TikTok dazu hochgeladen und im Laufe der Pandemie, das ging wirklich sehr, sehr schnell, habe ich immer mehr Follower bekommen. Ja, es kamen immer mehr Leute auf TikTok und irgendwann hatte ich einfach 100.000 Follower auf TikTok und das ging so. Und dann dachte ich mir so, holy moly. Und da habe ich Livestreams gemacht auf TikTok. Ich war sehr, sehr viel live. Jeden Tag waren wir live. War ich live auf TikTok. Und es gab immer mehr Leute, die gesagt haben, hey, es wäre eigentlich voll cool, wenn man deine Videos auch auf YouTube sehen könnte. Wenn du Videos machst, die länger gehen, zu denselben Themen, aber einfach nur länger. Und irgendwann habe ich mich überwunden und habe gesagt, weißt du was, komm, ich versuch's einfach. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen und habe über True Crime gesprochen, über Mysteries, über das Thema Darknet, ja. Und dann ist das irgendwie so dazu gekommen, dass ich immer größer wurde. Es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann, ich weiß noch, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das allererste Mal Geld bekommen habe von YouTube. Das war krass. Da bin ich zu meiner Fam, ja, bin ich zu meiner Mutter gefahren und habe so gesagt, Mama, du wirst es nicht glauben. Du weißt doch, dass ich aktuell immer diese Videos auf YouTube und so mache. Und die sagt so, ja, ja und so. Und ich sag so, Mama, ich habe da einfach das erste Mal Geld davon bekommen. Und die sagt so, was, echt, wie viel? Und ich so, Mama, ich habe 280 Euro bekommen durch meine Videos. Und das war für mich einfach so, klar, 280 Euro, aber für mich waren damals 280 Euro so, what? Einfach nur dafür, dass ich Videos hochlade? Wie kann das sein? Und ich weiß noch, wie ich es zu meiner Mom gesagt habe. Ich so, Mama, ich habe einfach 280 Euro. Dann am Monat darauf waren es dann irgendwie so 400 Euro. Und ich so, Mama, ich habe einfach 400 Euro bekommen durch meine Videos. Und meine Mom war so stolz. Meine Mom wäre wahrscheinlich selbst über 5 Euro stolz gewesen, wenn ich gesagt hätte, Mama, ich habe 5 Euro bekommen oder so, hätte ich schon gesagt, boah, krass, durch deine Videos, Wahnsinn. Und ja, so ist das entstanden. Und weiß noch ganz genau, wie ich zu meiner Fam gefahren bin, nur um meiner Mutter zu erzählen, so, Mama, guck mal, ich habe da einfach hier 300 Euro oder so durch YouTube gemacht. Das war schon echt krass. Crazy. Ja, Alter, kurz bisschen emotional geworden gerade. Muss ich, Alter, was geht da ab? Ja, das sind so Sachen, die haben sich so voll eingeprägt, weil ich einfach so zu sehen, wie stolz gewisse Leute in meinem Umfeld auf mich sind. Und klar, ich bin auch selber stolz auf mich, weil ich mir selber alles so erarbeitet habe. Und zu sehen, dass ich so eine Community wie euch habe, ist einfach für mich einfach wunderschön. Wisst ihr, wie ich meine? So, ihr liegt mir sehr am Herzen. Das musste mal gesagt sein. Schon mal eine Schlafparalyse gehabt und was ist deine Meinung dazu? Ja, hatte ich tatsächlich schon mal. Es gibt sogar ein Video dazu. Ich verlinke es euch einfach mal da oben, da erzähle ich davon. Ist mir ein einziges Mal in meinem Leben passiert, hat mich tatsächlich geprägt. Also, was heißt geprägt? Ich habe es halt bis heute nicht vergessen. Und ich war übel jung. Also, ist schon crazy. Hattet ihr schon mal eine Schlafparalyse? Schreibt es mal gerne unten rein. Was in deinem Leben hat dich mal richtig gebrochen bzw. tief sinken lassen? Ja, ich glaube, so die Trennung meiner Eltern damals. Ich glaube, das war schon so ein... Ja. Was sind deine nächsten Pläne für dieses Jahr?
Also so videotechnisch kann ich es nicht verraten, weil ich habe so zwei richtig coole Ideen, wofür ich auch wieder ins Ausland fliegen müsste, um diese Videos für euch umzusetzen. Deswegen, ich möchte nicht zu viel verraten, weil am Schluss funktioniert es nicht oder es klappt nicht oder es fällt ins Wasser und dann sind wir alle enttäuscht. Aber da gibt es ein paar ganz coole Sachen, die ich überlegt habe. Und zum Zweiten habe ich so reisetechnisch, mache ich dieses Jahr eine bisschen größere Reise. Ja. Es geht nach Singapur, Neuseeland, Bangkok. Da werde ich auch eine Weile nicht da sein, also ein bisschen länger als sonst. Deswegen ich jetzt schon dabei bin, sehr, sehr viele Videos vorzuproduzieren und um mich alles zu kümmern, weil im April geht's los. Also so viel Zeit ist tatsächlich auch nicht mehr. Aber ja, ansonsten alles beim Alten. Aber das ist so mein großer Reisetrip für dieses Jahr, ist das hier. Und dann wären es halt separat, wie gesagt, diese zwei Videoideen, wenn es möglich ist, diese umzusetzen, dann werden da auch nochmal eine Reise dafür stattfinden. Aber jetzt Neuseeland, Bangkok und Singapur, beziehungsweise, ach, Sydney sind wir auch noch. Also wir gehen zuerst, also erst geht's nach Singapur, von Singapur geht's dann nach Neuseeland. Da bin ich dann die längste Zeit, beziehungsweise sind wir die längste Zeit. Und von Neuseeland geht's dann nach Sydney und von Sydney dann nach Bangkok und dann wieder zurück nach Deutschland. Also es wird dieses Jahr ein bisschen größere Reise. Aber wie gesagt, da wird jetzt nichts gedreht, da habe ich jetzt keine Videos oder so geplant, außer Vlogs natürlich hier für den Kanal. Vlogs werden auf jeden Fall kommen von diesem großen Trip, aber jetzt keine für den Hauptkanal. Dafür sind zwei andere Sachen geplant, aber wie gesagt, verrate ich jetzt noch nicht. In welchem Land warst du noch gar nicht, aber würdest es gerne wollen? Ja, allgemein viel mehr in Asien. Also ich war ja schon in Thailand und so, aber ich würde gerne viel mehr so Japan und so, fände ich schon sehr, sehr geil. Single oder vergeben? Ich bin vergeben, ich habe eine Freundin. Könntest du dir vorstellen, in die USA auszuwandern? Also so sehr ich die USA auch liebe, ich glaube, dass dort zu leben ein bisschen doof ist, auf ein paar Aspekte bezogen, aber ich liebe es einfach, in die USA zu gehen, also wäre schon geil, aber nee. Oh mein Gott, mir fällt keine Frage ein. Ich hoffe, dir geht's gesundheitlich gut. Bist der Beste. Dankeschön. Ja, alles bestens soweit. Ich hoffe dir auch und dem Rest, der hier gerade zuschaut. Dein Celebrity Crush. Boah. Ich glaube, da gibt's zwei. Sydney Sweeney und Ana de Armas. Ja, die beiden Damen. Bitte Bro, sag mir, wo du deine Klamotten kaufst. Ich finde deinen Style mega fresh. Also das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die sehr viele gestellt haben, wo ich meine Klamotten herbekomme, wo ich meine Hoodies hole, Hosen, Schuhe. Also Sneaker generell, wisst ihr ja, ich bin ein absoluter Nike-Jordan-Fan, ja. Jordan 1s, ich bin da einfach der absolute Fan von. Habe ich auch schon einige Paare. Ja, Nike Dunks trage ich auch sehr gerne. Ich habe mir jetzt... was sind das? New Balance 550 heißen die, glaube ich, aber die trage ich eher für den Sport. Fand ich eigentlich auch ganz nice. Hab mir jetzt auch so Puma-Schuhe geholt. Ich zeig die euch mal. Die sind so voll klobig, aber so ein bisschen, gehen so ein bisschen in die alte Richtung. Ich hole die mal ganz kurz. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich zeig sie euch. Einen Augenblick. So sehen die aus. Ich finde die eigentlich übel fresh. Sind halt was Besonderes so. Die sind ein bisschen special. Die hat nicht jeder, trägt nicht jeder. Aber ich finde die eigentlich ziemlich geil. Wie gesagt, die sind so ein bisschen klobiger am Fuß. Aber, finde die eigentlich ziemlich fresh. Vor allem auch von der Farbe her. Kann man sehr geil kombinieren. Ansonsten so Hosen, Hoodies, Shirts und so weiter hole ich sehr, sehr viel bei ASOS oder Zalando. Da gucke ich einfach immer, was mir gefällt. Ich meine, da gibt es ja ganz viele Marken. Ja, und auch so gibt es viele Klamotten, die ich so durch Kooperationen und Zusammenarbeiten bekommen habe. Die trage ich halt auch. Klar, ich habe so ein paar teure Pieces. So ein, zwei, mit zwei sind das so Off-White-Hoodies habe ich. Habe ich halt früher gern getragen, trage ich jetzt eigentlich sehr wenig. Ja, aber das meiste ist tatsächlich so von ASOS und Zalando. Hast du einen Lieblingshorrorfilm? Oh, das ist immer so schwierig. Also The Strangers finde ich sehr, sehr geil. Halloween finde ich sehr geil. Freitag der 13. finde ich sehr geil. Jeepers Creepers finde ich eigentlich auch sehr nice. Ja, ich bin sehr, so diese ganzen 2005er Horrorfilme so, so vor 2020, diese ganzen Horrorfilme, die finde ich schon alle sehr geil. Haben deine Tattoos eine Bedeutung? Ja, die meisten tatsächlich ja. Ein paar habe ich mir einfach tätowieren lassen, weil sie mir gefallen haben, die Motive, weil ich einfach das Motiv dort haben wollte. Aber so 90% meiner Tattoos haben eine Bedeutung, ja. Bist du oft in Spanien? Ja, tatsächlich ja. So mindestens einmal im Jahr, aber inzwischen auch öfter, weil ich halt sehr flexibel bin mit meiner Arbeit und rein theoretisch halt meine Arbeit einfach mitnehmen kann und dann von dort arbeite. Ja, weil meine Familie, die kommt ja aus Mallorca, also für die Leute, die es nicht wissen. Woher die Interesse am Darknet? Finde deine Videos super spannend und unterhaltsam. Dankeschön. Ja, das Thema Darknet ist halt so eine Sache,
da haben wir damals, als ich, keine Ahnung, da war ich 14 oder so, mit einem Kumpel zusammen, haben wir so gesagt, oh, lass da mal in dieses Darknet gehen und mal gucken, was da so geht. Und haben wir halt damals relativ viel schon gefunden und ich fand es super spannend, auch sehr verstörend. Und das hat sich einfach so ein bisschen, das ist einfach so ein bisschen entstanden durch meinen Content, weil ich meine, das Darknet ist ja nicht mein ganzer Content, also ich mache ja ganz viele andere Sachen noch, aber das Thema Darknet, ich fand das schon immer interessant und dachte mir, andere könnten es auch interessant finden, also könnte man auch gemeinsam so eine kleine Darknet-Recherche einführen. Ja. Lebst du vegan, vegetarisch? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe es schon mal ausprobiert, aber war nichts für mich. Kann man dich dieses Jahr auf der Gamescom treffen? Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich noch nicht. Müsste man mal schauen, weil ich höchstwahrscheinlich zu der Zeit, glaube gar nicht in Deutschland bin. Ich weiß gerade nicht genau, wann sie ist. Ist die nicht immer so im Mai, Juni? Aber wenn ja, dann bin ich da wahrscheinlich gar nicht da. Kriege ich ein Fußbild auf süß? Nein, das machen wir nicht. Würdest du deiner Tochter mit 13 ein Handy erlauben? Ja, das ist halt so das Ding. Ich finde, das kommt immer ganz drauf an. Also ich habe damals auch schon relativ früh ein Handy gehabt. Ich war, glaube ich, auch so 13. Da habe ich mein erstes Handy, oder 12. Da hatte ich mein erstes Handy, glaube ich. Einfach aus dem Grund, ich habe es damals bekommen, weil ich halt mit dem Bus zur Schule fahren musste und die Realschule, wo ich damals war, halt etwas weiter war. Und einfach so zur Kommunikation, dass man halt immer weiß, wo das Kind ist, so. Und ich finde, das kommt immer ganz drauf an, was du halt in dem Handy einstellst. Und ich glaube, heutzutage ist es eh schwierig, einem Kind mit 13 kein Handy zu geben, weil die ja schon mit 5 gefühlt anfangen, auf ihren iPads und was weiß ich drauf zu drücken. Ja, schwierig. Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe Pizza, ich liebe Döner, ich liebe asiatische Küche. Boah, ich liebe Paella, besonders die von meiner Oma auf Mallorca. Mm. Wie alt bist du? Ich bin 28. Hast du einen Tipp, wie man selbstbewusster wird? Boah, das ist schwierig. Mein Selbstbewusstsein, das hört sich jetzt vielleicht doof an, ist aber, glaube ich, durch so Situationen gekommen, wo du quasi vor sehr, sehr vielen Menschen Sachen vorträgst. Glaube ich wirklich. Und das hat auch mir geholfen, so ein bisschen freier zu sprechen. Weil ich war ja auf der Realschule und da war alles sehr, sehr chaotisch. Ich war ein sehr, sehr schlimmer Schüler, weswegen damals mein bester Freund und ich, also es ging uns beiden so, unsere Eltern dann entschieden haben, hey komm, wir schicken die auf die Waldorfschule. Ja, tatsächlich, ich war auf der Waldorfschule und fragt mich nicht, ob ich meinen Namen tanzen kann, das kann ich nämlich nicht, weil ich bin erst in der 8. Klasse dorthin gekommen und da hat man das nicht mehr gelernt. Und dort auf der Waldorfschule, das war dann so die letzte Hoffnung so für die Kinder, für die zwei, so yo, wir schicken die jetzt auf die Waldorfschule, hoffentlich wird da alles besser. Und dort war es tatsächlich so, dass man sehr, sehr viel so Präsentationen hält. Da gibt es so eine sogenannte Jahresarbeit, wo du dann später in so einem Saal stehst und dann vor keine Ahnung wie viel 100 Menschen dann was vorträgst. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen bei meinem Selbstbewusstsein. Was aber auch hilft, ist auch einfach sich zu sagen, was man so Cooles an sich hat. Schau mal in den Spiegel und gib dir einfach mal selber Komplimente. Zum Beispiel, hey, coole Haare heute oder schönes Knie oder was auch immer. Nee, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Ich bin sehr selbstbewusst. Ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch. Wie das aber wirklich dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Freust du dich auf GTA 6? Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich ausgerastet bin, als der GTA-Trailer rausgekommen ist. Kleiner Fun-Fact, das war an dem Abend, wo das Conjuring-Video gedreht wurde. Waren wir in Amerika und waren gerade auf dem Weg zum Conjuring-Haus. Und dann hieß es so, oh Jungs, ey, der GTA-Trailer ist rausgekommen. Wir haben so geparkt, haben uns den Trailer angeschaut. Ich bin übel ausgerastet. Ich freue mich wie so ein kleines Kind. Was war der gruseligste Ort, an dem du jemals warst? Definitiv das Conjuring-Haus. Was sagst du zu Krapfen oder Berliner? Finde ich sehr geil. Boah, da hätte ich gerade auch Bock drauf. Lieber wir gehen gemeinsam ins Darknet oder True-Crime-Videos drehen. Und warum? Boah, das kommt immer ganz drauf an. Ich mag beides sehr. Darknet ist halt immer so ein bisschen spontaner, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. True Crime lese ich das Skript und trage das dann vor. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Was ist das Tollste daran, ein YouTuber zu sein? Das ist eine coole Frage. Ich würde tatsächlich sagen, die Freiheit, die man durch diesen Job bekommt. Weil es ist egal, wo ich arbeite, an welchem Ort ich bin. Ich brauche einfach nur Internet und mein Equipment. Versteht ihr, wie ich meine? Und ich glaube, ich weiß auch, dass es viele Leute gibt, die das nicht können. Aber auch sein eigener Chef zu sein, finde ich, ist schon was sehr Besonderes und für mich persönlich was das Beste, was mir hätte passieren können, selbstständig zu sein, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe riesige Probleme, jemanden über mir zu haben, der mir sagt, was ich machen muss und der mir sagt, wie scheiße ich bin. Das macht mich krank und hat mich immer krank gemacht in Jobs. Aber natürlich habe ich auch vor YouTube ganz normal gearbeitet
Aber habe da schon immer versucht, mir Jobs rauszupicken, die mir so ein bisschen Freiheit geben. Wie zum Beispiel damals als Produktfotograf. Du hattest relativ viel Freiheiten. Habe damals auch nicht Vollzeit dort gearbeitet, weil ich nebenher Instagram gemacht habe. Da habe ich dann auch durch Kooperationen und Placements ein bisschen Geld verdient. Nicht viel, aber es hat gereicht. Und ja, ich würde sagen, die Freiheit, die man hat, die Möglichkeit, sich selbst quasi zu verwirklichen, seine, ja, einfach produktiv zu sein, dass du einfach quasi das, du kannst bestimmen, wann du arbeitest, wie du arbeitest und was du arbeitest. Ja. Natürlich bringt so eine Selbstständigkeit auch sehr viel Trouble und Stress mit sich, ja, ganz klar. Aber ich würde sagen, was das Beste daran ist, ein YouTuber zu sein, ist es, eine geile Community zu haben, mit der man interagieren kann, so wie wir das heute in dem Video machen. Diese Freiheiten zu haben, dass es egal ist, wo du arbeitest. Ja, ich kann in Urlaub gehen, kann meine Sachen mitnehmen und kann aber trotzdem im Urlaub arbeiten und alles checken und machen. Ja, und einfach die Möglichkeit, niemanden über sich zu haben und selber alles bestimmen zu können. Das ist so meiner Meinung nach das Beste daran. Was wolltest du als Kind immer werden? Das ist eine coole Frage. Die meisten werden jetzt vielleicht lachen, aber ich wollte immer Stuntman werden. Stuntman und Schauspieler. Ja, so. Also jetzt mache ich ja was in dieser Filmrichtung. Ja, so Stuntman und Schauspieler, das waren immer so meine Traumberufe. Spider-Man oder Batman? Boah, das ist schwierig. Spider-Man, Tobey Maguire, Schauspieler, Spider-Man, also die alten Spider-Man. Und Batman, ja, die alten. Also, was heißt alten, aber halt Dark Knight, Batman Begins, Dark Knight Rises, so, boah, das sind so richtig geil. Also, ich würde sagen Spider-Man. Spider-Man schon mein... Ja, mein All-Time-Hero gewesen, schon als ich ein Kind war. Ich wollte immer Spider-Man sein. Das war immer so der Superheld, zu dem ich hochgeschaut habe. Also, ja, Spider-Man. Wie war deine Kindheit? Ich hatte eine sehr erfüllte, wunderschöne und tolle Kindheit. Ja. Was würdest du beruflich machen, wenn es YouTube nicht gäbe? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hätte auch irgendwie versucht, mich in irgendeiner Nische selbstständig zu machen. Ja, irgendwie sowas. Wahrscheinlich in der Film- und Medienbranche. Habe ich ja auch teilweise auch gearbeitet damals. Ja, so in die Richtung. Hast du studiert und wenn ja, was und wo? Nein, habe ich tatsächlich nie. Ich habe nie studiert. Ich glaube auch, ja, das wäre nie so ganz meins gewesen. Also allein, ich hab kein Abi gemacht, also wäre sowieso nicht gegangen. Kennst du bzw. hast du Kontakt zu Creepypasta Punch? Ja, beides tatsächlich, ja. Wir hatten tatsächlich letztes Jahr vor, was zu machen, aber irgendwie ist nicht zustande gekommen. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr hinbekommen. Woher hast du deine Kette gekauft? Jeder will das wissen. Es will wirklich jeder wissen. Alle fragen mich, wo ich diese Kette hierher habe. Hallo, stell scharf. Diese Kette, die ist von so einem spanischen Juwelier. Fragt mich nicht mehr, wie der hieß. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber diese Kette, weil das steht hier auch, kann ich auch direkt beantworten, ist einfach meine Glückskette, ja. Die gibt mir Kraft, die bringt mir Glück. Ich muss sie einfach immer tragen. Du bist ja Halbspanier, kannst du denn auch Spanisch sprechen? Sí, claro, yo puedo hablar español. Ja, könnt ihr gerne mal übersetzen, was ich gerade gesagt habe. Gab es jemanden, der dich inspiriert hat, wo du mit YouTube angefangen hast? Vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich schon mal mit YouTube angefangen, habe es aber nicht durchgezogen. Und da habe ich so Real-Life-Content und sowas gemacht. Die Videos gibt es nicht mehr. Die sind alle privat und runtergenommen. Die sind sehr, sehr cringe. Sehr, sehr cringe. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir irgendwann mal so ein Special-Video, wo wir uns so eins von denen anschauen. Nicht alle, aber mal eins. Es gab eine Person, die mich damals inspiriert hat, und zwar war das Mark Doner. Mark Doner war ein YouTuber aus L.A., der hat mit Logan Paul zusammen gewohnt und die haben zusammen immer Vlogs gemacht. Und ich fand das immer sehr cool. Und das war so ein bisschen damals die Motivation und die Inspiration. Jetzt hat mich aber tatsächlich gar nichts inspiriert. Wie gesagt, habe ich ja vorher schon erklärt. Ich habe das eher so aus Langeweile angefangen, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Ja, okay, wir haben jetzt hier schon fast 50 Minuten aufgenommen. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das heutige Video, Freunde. Meine Güte, ging das lange. Das war jetzt ein sehr, sehr langes Q&A, sehr ausführlich. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Hallo, hallo, Fokus. Es gibt so viel mehr, die ihr mir gestellt habt, aber das machen wir vielleicht mal in einem anderen Video. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt nicht jeden dran nehmen konnte. Ich hoffe aber dennoch, dass die meisten von euch dran gekommen sind und jetzt happy seid. Die ganzen perversen und weirden Fragen habe ich jetzt nicht beantwortet. Vielleicht machen wir da mal ein separates Video, wo ich diese ganzen kinky Sexfragen und so weiter mal beantworte.
Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich bin ein sehr offener Mensch. Ich rede gerne über alles. Ihr könnt mich alles fragen. Deswegen, ja, lasst mich gerne wissen. Dann machen wir das vielleicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr kennt mich jetzt ein bisschen besser durch dieses Q&A-Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao.